Moin moin liebe Buddebären, herzlich willkommen zu Part 4 der Saison Nummer 4 und wir spielen heute gegen Köln und ja, falls ihr ein paar Augenringe seht, es ist schon spät. Ich habe gerade das Champions League Spiel Chelsea gegen PSG noch gesehen und meine Fresse, PSG ist weiter richtig krasses Spiel, Verlängerung, Elfmeter noch in der Verlängerung. Tja, und PSG hat es dann dennoch geschafft, Chelsea zu schlagen, aber Chelsea war auch richtig scheiße. So scheiße wollen wir jetzt nicht spielen. Ja gut, wir haben auch einen einfachen Gegner, ne? Köln, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht so stark und wir haben schon eine krass geile Mannschaft. Ich denke mal, wir machen gar nicht weiter hier, wir gehen ins Spiel. So, und da sind wir auch schon im Stadion, Waldstadion. Geht gleich los hier, Harald Fimmler, Leiter der Partie. Aufpassen, Leute, aufpassen. Bei dem bin ich mir nicht ganz koscher. So fault man den Werner. So, jetzt eine Anspielstation, ne? Götze. Elfmeter? Nee, schade. Ja gut, aber komm, eigentlich war es ein Foul, oder? Kann man auch mal pfeifen. Ja, was war da noch so los? Bayern auch weiter. War eine enge Kiste dann. 0-0 im Rückspiel. Im Hinspiel. What the fuck? Da wollte ich einen Scheißwitz reißen, da kriege ich hier einen Gegentreffer. Und dennoch so ein Dumm. Oh, so ein Dumm. Adam Matuschik. Weil der total scheiße geklärt wird. Ja. Nee, Bayern natürlich vollkommen souverän weiter. 7-0 im Rückspiel. Gegen Donetsk kann man schon mal machen. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren, ey. Wieder 1-0. Es ist so lächerlich, wie ich hier verteidige teilweise. Weil ich überhaupt nicht aufpasse, weil ich rede. Und, ja, das müssen wir mit einberechnen, wenn ich scheiße spiele. Ich rede ja noch nebenbei, das ist ja ein Live-Commentary hier. Und da kann es schon mal scheiße werden. Oh, der war gut, der war... Nein. Ach komm, wie kommt der da denn noch ran? Das muss der Zivkovic doch wissen. Muss ich breit machen. So, das ist unser, oder? Das ist unser. Oh, das war abseits. An sich guter Pass, oder? Guter Pass, aber abseits. Götze hat auch ein Tor gemacht. Das 7-0 hat er gemacht für Bayern. Ja, ich bin mal gespannt. Wie das Halbfinale wird in der Champions League. Wer ist noch drin? Also, wenn es gut läuft, kein englischer Club, dann sind die großkotzigen Leute schon mal raus. Trotz Milliarden an Fernsehgeldern, ne? Die verdienen, die bekommen ja, du weißt nicht, das Fünffache an Geldern, was Deutschland bekommt. Oder was die Bundesliga bekommt. Und trotzdem, ne? Trotzdem spielen die so scheiße. Mein Mourinho jetzt mit Chelsea hier, ne? Echt super Team. Super Leute. Aber dann spielen die so einen Mauerfußball. Richtig zum Kotzen ist der. Gegen PSG zumindest. Das war ein Foul, ja. Gegen PSG. Verstehe ich nicht. Und dann geben die so eine geilen Spiele ab. Wie jetzt, Thorgan Hazard war jung, ne? Kann man schon mal abgeben. Aber so ein De Bruyne, ich meine, der hat in Bremen schon richtig geil gespielt. Und jetzt bei Wolfsburg auch. Das kann man schon mal als Fehler ansehen. Jetzt müssen wir draufgehen hier. Irgendwie einen Baller bluxen, das wäre es doch. Vielleicht muss ich auch mal mit dem Dreiersturm spielen. Das habe ich mir so mal überlegt jetzt. Weil eigentlich habe ich mehr so die Spieler dafür und das 2-0 gibt es hier nicht. So, endlich mal geklärt den Ball. Wieso grätscht der denn nicht? Götze. Ach Mann, ey. Ich glaube, ich könnte sogar umstellen, oder? Ich könnte sogar umstellen auf ein 4-3-3 oder so.
Was war das denn für ein Pass? Oh, so gut gespielt eigentlich. Also so gut gedacht. So gut standen sie da alle. Und dann kommt so ein Scheißpass. Jetzt muss Caldirola hier ausbügeln. Naja. Was? Wieso war das ein Foul? Okay. Okay, okay, okay. Wenn er meint, Kopfball in die Arme von Scoufé. Und es kommt ja immer mal wieder eine Anfrage in den Kommentaren, dass ich mir doch einen neuen Torwart holen soll. Und ich denke mir so, wieso? Und wieso ein Wiedwald? Wieso ein fucking Wiedwald, da einfach mal nichts drauf hat? Scoufé ist hier einer der besten Torhüter in FIFA. Und der hat mir oft den Arsch gerettet. Komm, der ist aus. Jawohl, Einwurf für uns. Der hat mir oft den Arsch gerettet, den will ich doch nicht hier auswechseln oder verkaufen oder so. Einen zweiten Torhüter bräuchte ich bis jetzt noch nie. Aber da wollte ich knallhart eine Kante laufen zur Außenlinie. Nein, ich wollte doch cool antäuschen. Wieso klappt das denn nicht? Das auch nicht. Was soll das? Das auch nicht. So, Foul an mir. Richtig gut. Viel Zeit haben wir nicht. Den spielen wir mal kurz. Dann nicht so. Ach, könnt ihr mal den Ball nicht so weit vorlegen, Leute? Ich muss nochmal einen Angriff machen hier. Was? Nach vorne. Okay. Okay. Ich konnte den Werner nicht auswählen. Ich kann die Spieler nicht auswählen. Was ist denn hier los, ey? Es kam letztens ein Update raus, ne? Für FIFA. Das ist aber nicht so knorke gewesen, das Ding. Was? Wieso läuft der nicht gleich mit dem Ball? Ey, was ist denn hier los? Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein fucking Spiel. Nein, 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 alles gut. Hier, Aufstellung. Da wollten wir was tun. So machen wir das mal. Und dann haben wir hier... Sterling geht mal dahin. Sivkovic geht mal in die Mitte. Iturbe hierhin. Ja, Werner weiß ich gar nicht. So ein Leitner könnte ich mal ausprobieren für Werner. Einfach nur mal so zum Testen. Mal sehen, wie es wird. Jetzt sind die Außen auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne und vielleicht kriegen wir da irgendwas mit hin. Ich meine, jetzt auf Weltklasse, ne, war das System mit der Raute echt gut. Hat echt gut funktioniert. Allerdings hat mich das hier bei Legende bis jetzt doch eher im Stich gelassen. Gut, ist natürlich auch so, es wird einfach generell besser verteidigt. Nein, den hätte ich hochspielen sollen. Wieso spiele ich den nicht hoch? So, schnell Seitenwechsel. Sterling geschickt. Nein, wieso? Wieso checkt er das, verdammt? Wieso checkt er, dass ich nach oben will? Kann er nicht denken, dass ich einfach weiterlaufen will? Gibt's nicht. Die cheaten doch hier. Die cheaten doch alle. Oh, sehr schön. Leitner. Leitner kriegt den Ball nicht abgespielt und wird dann auch angeblich nicht gefoult. Also ich habe Leitner ja geholt, weil er richtig gute Werte hat. Eigentlich so. Die wichtigen Werte... Für so ein ZM hat er auf jeden Fall. Aber er ist halt nicht so schnell, wie ich mir das erhofft habe. Ja, theoretisch... What the fuck? Theoretisch wäre es cool, wenn so ein Stürmer mal auch einfach im Strafraum ist und nicht irgendwie an der Mittellinie steht zum Beispiel. Das wäre ganz cool. Wir schauen mal. Oh, 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 oh. Keiner, keiner. Wieso steht da keiner? Machen die ein Tor, ey. Da macht Köln ein Tor gegen mich, weil ich so kacke bin.
Oh, Foul. Ey, das war ein klares Foul. Das muss er abpfeifen. Hier, voll die Schiebung, ey. Und dann spiele ich so scheiße. Es kommt natürlich alles dazu. Dann kriege ich so einen Ball nicht abgezogen. Viel Offensive. Also da fehlt ja alles. Sterling. Läuft auch nicht richtig rein. Wieso schieße ich denn? Wieso kommt der Ball denn zurück zu mir? Ich wollte doch nur abspielen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein gutes Spiel. Es ist kein gutes Spiel. Legende ist scheiße. Aber ich ziehe das durch. Wie gesagt, vielleicht ist die Saison ein bisschen früher zu Ende dadurch. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur irgendwann besser. Er ist natürlich das frühe Tor, das kam Köln so gelegen. Stellen sich jetzt schön defensiv rein. Mann, geht doch mal ein bisschen zum Ball, Leute. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hau ich alle raus. Guck mal, jetzt geht der Ball noch nicht mal aus. Jetzt werden wir so weit zurückgeschoben, ey. Na, immerhin. Wieso? Hallo, Iturbe, zieh doch mal an. Der wollte einfach nicht lossprinten. Das war, nee, ey, das war nichts bei Götz. Das war nichts. Schiri, ey. Ich weiß, wo dein Haus brennt. Unglaublich, ich komm da nicht mehr ran. Donati sowieso nicht. Vielleicht muss ich den auch mal auswechseln. Vielleicht läuft das mit Gebre besser. Und jetzt holen die auch noch einen Einwurf raus. Ach komm. Really? Echt? Ich werde hier so verpfiffen. What? Ey, ist gefehl. Alter, habt ihr gesehen, wie der Ball noch weggesprungen ist? Wäre der zwei Zentimeter weiter vorher auf dem Boden aufgekommen, wäre der im Tor gelandet. Ey, das ist sowas von unmöglich hier. Raus, alle, raus. Oh Gott, hallo, kann ich meinen auswählen, ey? What the fuck? Was ist denn? Nein, das gibt's nicht. So, hau weg da. Sterling. Nein, wieso denn einfach nach links? Du sollst nur nach unten ein bisschen. Das wäre so cool gekommen. Jetzt stellt euch ordentlich hin hier. Was? Was sind denn das für Bälle? Götze! Jawohl! Boah! In der 90. ey. Musste ich erst so einen Scheiß hier machen. Unglaublich. Oh, immerhin ein Punkt, Alter. Ist noch der Anfang der Saison? Wird schwer alles hier. Es wird richtig schwer. Oh, wäre ich da rangekommen. Das wäre nochmal die Chance gewesen. Sterling. Leitner. Nein, wieso läufst du nach vorne? Du siehst doch, dass der Ball abprallt. Da kann er doch nicht nach vorne laufen. Ey, ich bin super glücklich. 1-1, ein Punkt. Besser geht's nicht. Dortmund 3-0, Bayern auch nur 2-2. Bayern hat genau die gleichen Probleme wie wir. Das ist unglaublich. So. Nein, stopp. Wir stoppen. So, Anfrage, Sonny Kittel. 46 Millionen. Okay, ich habe übrigens nochmal angefragt, ob ich ein bisschen mehr Budget bekomme. 1,2 Millionen geben sie mir.
Die wollen jetzt 46 Millionen haben. Machen wir mal 41 Millionen. Machen wir mal 41 Millionen. Ich will den Kittel haben. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Hajrović beklagt sich über seine Rolle im Verein. Komm, 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 vorher. Jetzt hier. Ansage. Was ist denn das? Die geben mir nur einen Tag Zeit für... Immer wieder das Gleiche. Okay, die haben das Angebot akzeptiert. Dann machen wir mal... Ja, essentieller Stammspieler, komm. Torprämie nochmal ein bisschen hoch und dann machen wir auf 4 Jahre. Und hoffen, dass er unterschreibt. Weil dann haben wir einen richtig guten. Vielleicht schon fürs nächste Spiel. Vielleicht schon fürs nächste Spiel gegen Man City. Götz will hier weg. Ja, toll. Götz will weg, aber ich kann ihn nicht bezahlen, Junge. Simulation. Was ist los mit dir? Das will nicht. Das will einfach nicht. Das will einfach nicht simulieren. Doch jetzt. Und Kittel akzeptiert. Annehmen, bestätigen. Bam. So. Und jetzt stelle ich mal um. Passt auf. Passt auf. Der Herr stellt um. Das kommt nämlich viel besser unseren Spielern entgegen, glaube ich. Wenn wir in einem 4-3-3 agieren. Nee, nicht das. Das wollte ich. So, dann haben wir nämlich Sivkovic in der Mitte, Sterling da und Iturbe da und ja, so grob würde ich das auch so lassen. So, Goretzka ist noch ein bisschen angeschlagen und habe ich ihn jetzt übersehen? Ist er überhaupt schon hier? Ist er hier? Da ist Kittel. 82 hat er. Wir schauen uns mal seine Werte an. Stellungsspiel, sehr gut, sehr gut. Antritt 78. Sprintgeschwindigkeit 75, aber Reaktion, das ist alles sehr gut. Schwacher Fuß, nicht schlecht. Verletzungsanfällig, aber Akrobat. Kann ich hier irgendwie die Freistoßgenauigkeit? Freistoßpräzision 74. Ah. Ja, komm, aber das ist ein guter. Das ist ein guter. Mit dem ist einiges möglich. Sagen wir mal so. Gut, hätten wir das geklärt. Die Mannschaft steht und wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Tabelle, die wir jetzt hier gerade nicht haben. Das heißt, wir müssen erst umständlich ins Tabellenmenü und hoffen, dass es hier halbwegs schnell geht. So, da sind wir schon. Und wir sind Sechster. 4 Punkte. Dortmund zieht davon. Ey, Dortmund 9 Punkte. Verdammt. Bayer auch 9 Punkte. Schalke 7. Gut, das ist nicht so weit weg. Und wir sehen unten Bayern 1 Punkt nach 3 Spielen. Hamburg auch nur 1 Punkt. Aber 3 Spiele kommen, das ist echt kein Maßstab. Ich meine, wir wachsen da rein, unsere Spieler werden noch besser. Also eigentlich werden alle unsere Spieler, die wir jetzt da haben, die werden besser. Bei Donati weiß ich nicht. Bei Caldirola weiß ich eigentlich auch nicht. Scheiße. Aber sonst werden alle besser. Bestimmt, auch Götze. Den kriege ich auf 90, das sage ich euch. So. Und ja, vielleicht schon mal beim nächsten Mal, ne? Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.